und damit wieder willkommen zurück hier bei meiner Spielesammlung vom Herrn Lück. Und heute haben wir das Add-on zu Act of War Direct Action, und zwar Act of War High Treason. Wenn ich es falsch ausgesprochen haben sollte, verzeiht mir. Ich bin nur ein kleiner Aussie. So, was haben wir jetzt hier? Hier ist das Add-on. Wir haben auch schon ein Profil hier. Das nehmen wir auch. Und wir können die Operationen uns angucken und Kapitel auswählen. Ja, und Sie können die Einzelspielerkampagne in beliebiger Reihenfolge spielen. Doch wir raten Ihnen dringend, die Kapitel der Reihe nachzuspielen. So, wir haben ja schon einen kleinen Eindruck erhalten von dem Hauptspiel. Und das Add-on hat auch nicht minder 34 Missionen, also das ist nicht schlecht. Wir suchen uns jetzt einfach eine hier vom Anfang aus. Ich würde sagen, ein toter Präsident. Manhattan-Transfer oder Grund verdorben oder die Rettung kommt. Wir könnten auch überleben. Ich würde aber sagen, das klingt ganz gut hier. Bitte anschnallen. Oh. Vielleicht können wir da ein bisschen was mit Fliegern machen. Das ist genauso ab 16, weil es in der Gold Edition ist. Und hier hinten steht zum Beispiel Act of War High Treason. Ist die spannende Fortsetzung eines der bestverkauften Militär-Echtzeit-Strategiespiele des Jahres 2005. Act of War Direct Action. Und dank seinem schnellen, actiongeladenen und gut balancierten Gameplay, dem komplexen Technologiebaum und den atemberaubenden Grafiken wurde das ultra-realistische Militär-Echtzeit-Strategiespiel sofort zum Topseller und beeindruckte Kritiker und Spieler gleichermaßen. Ganz oben steht noch das wohl erste Echtzeit-Strategiespiel der modernen Luft-, Boden- und Seekriegsführung. Na da, wollen wir mal. Wir nehmen einfach, bitte anschnallen. Ja, Schwierigkeit. Oh, reguläre Armee, auf geht's. Dann wollen wir mal. JFK Internationaler Flughafen. In der Nacht 0.45 Uhr. T-3 Tage. Target. Minus 3 Tage. Ah, kein Echtzeit, oder? Jetzt ist es mehr Spielegrafik. Okay, Ladies, we got an airport to take back. Go, go, go! Aha, go, go, go. Das klingt gut. Wir gehen gern. Oder auch nicht. Doch. Oz, secure the perimeter around Cardiff's plane. Vega, got anything on Task Force 21? Headquarters report 3 teams are still standing, sir. I'm giving you their locations now. Okay, das sieht schon nicht schlecht aus. Hä? Wo ist er hin? Oh. Hier ist meine Karte. Jetzt haben wir natürlich alles im Dunkeln hier. Das ist doof. Warte mal, so hier unten gucken. Was ist eigentlich hier? Hier brennt irgendwas. Und hier ist meine Truppe. Unter Off. Okay, also das ist nicht ganz so... Aha. Hier haben sie also mehr... Oh. Erstmal runter. Das gibt's doch nicht. Wo kommt der noch? Schieß. Shit. Ging ja gleich los hier. Jetzt schifft sie auch wie beschissen. Amarese. Diesmal haben sie die Originalsprache gelassen. Okay, let's go. Ja, komm. Sehr gut. So, den noch. Hier, geht's weiter. Oh Gott. Na komm. So, wir müssen uns wahrscheinlich einen anderen Weg suchen.
Weil die komplette Konfrontation können wir uns hier nicht erlauben. Kurz mal die Ziele angeschaut. Rücken Sie über den Asphalt vor und sichern Sie das Terminal Ost. Oss muss überleben. Unteroffizier Ost darf nicht dem Feind getötet werden. Okay, sekundäre Ziele. So, und das ist gar nicht so einfach. Mein Unteroffizier, mein Unteroffizier. Sehr wirksam gegen... Oh, was haben wir denn hier? Jingo, Django. Django in Moscow. Minikarte. Ach du Scheiße. Enemy engaged, Major. Ach du Scheiße, nein. Nein, nein. Schnell lauf, nein. So schnell kann man das verlieren. Okay. Zumindestens. Ja. Zumindestens haben wir schon mal eine kleine Mission gemacht. Kapitel. Und machen wir mal eine Tagesmission. So, reguläre Armee? Nein, Armeereserve. Hahaha. So, Fort McCoy. 37, Tag. Minus 3. Tage. Puh. Das war jetzt aber nicht so einfach, wie ich mir das dachte. Good morning, everyone. Good morning. At 3 a.m. this morning, the Director of Central Intelligence, Norman T. Blackwell, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Morrison Kelly, and the Secretary of State, William Matheson, were taken into custody in the ongoing investigation of the murders of President Baldwin and Senator Watts. Three men are facing the following charges: conspiracy in connection with the assassination of the President of the United States, Senator James Watts, and U.S. officials. Conspiracy in connection with a terrorist. Can you believe that, boss? General Kelly, a traitor? Nope. That's why we're going to Fort McCoy. What's in Fort McCoy? Something called Red Cell. Red Cell. Klingt spannend. What's his name again? Colonel Whitmore, Oz. He's the guy we want to talk to. Right. Colonel Whitmore. Remember, we're here about the investigation into Senator Watts' murder, so I want you to act as casual as possible. This is a courtesy call, understood? Loud and clear, sir. Loud and clear. Let's let it yell loud. You are trespassing in a secured area, Sergeant. I'm going to have to ask you and your men to surrender. I'm sorry, Colonel, but we're here to... I'm giving you 10 seconds to surrender, or we will open fire. Oops. So much for courtesy. Take cover! No! Withdraw! Withdraw! Was denn jetzt? Komm. Sir, they're killing everyone! I can see that! Where is Oz? Ins Gebäude, schnell. He's been taken prisoner, sir. Get me Jefferson! What do you need, boss? I need Oz back! Establish base camp down there. We've got men down, and Oz has been taken hostage. Okay, boss. Aha. So läuft das also. Sie geben mir noch... Huch. Sie geben mir noch eine Möglichkeit. Dass ich noch eine Einsatztruppe bekomme. Ja. Vielleicht ist da... Ah, guck mal, ein Panzer. Also jetzt kann man auch Panzer fahren. Set up a field base, Ray. We don't have time for more. Ah, jetzt kommt der... I need access to their computers. We gotta know what we're walking into. Der Basis. I'm on it, boss. Just point the way. You've got three strikers, Ray, and that's all you're gonna get. So look after those babies. On the bright side, you've got all the buggies that you need. I figure you'd be wanting heavy sniper units on this one, sir. But all I can give you is task force commandos. Sorry. Automatisch abgeschlossen. Was macht der eigentlich jetzt? Copy that, area's in lockdown. Okay. Das ist ja witzig. Jetzt ist er dahin gefahren. Bewegen. Zone reparieren. Aha, okay. Das ist ein Baumenü.
Sturm-Operations-Zentrale? Kaserne? Fahrzeugkommandozentrum oder Wachgeschütz? Okay, wir bauen erstmal eine Kaserne und zwar. You can't build here. You can't build here. Dann bauen wir halt das Ding hier. Roger that. Drone is on so. Its way. Ah, der macht das. Ready to execute command. Jetzt wird's langsam C&C. Moving to waypoint. Ups. Striker here. Jetzt ist so. Moving to waypoint. Ready to roll. Geht mal da rein. Ready to execute command. Und er geht da rein. Striker here. Building construction is not complete. So. Just point the way. We're taking fire. Oh. Wer schießt denn da? Copy that, we're out of here. Enemies here. Over. Soldiers on board. We're changing fire. Es geht schon los. Okay. So, erledigt. Dann kann ich doch. Boss, I'm accessing the main computer now. Wow. Looks like we've hit the jackpot. I'm sending the whole thing to Vega now. Good job, Ray. Stay there and see if you can get more. Okay, boss. Ich fahr mal hier durch. Oh, guck mal, hier, das ging schon 2005. Das ist ja toll. Mal sehen. Halt, halt. Ich weiß nämlich nicht, ob die aufsteigen, diese. Oh. Nicht auf. Cool. Sie doch überfahren. So. Jetzt gibt's. Warte mal, es gibt hier. Komm, fahr mal darüber. Ich muss mich jetzt erstmal hier einfitzen. Die machen das ja ganz locker flockig. So, und hier. So, Drohnenkonstruktor. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, also jetzt wird es so richtig zum Strategiespiel. Okay. Destroy. Fantastisch. Dann die Autos. Eins und das auch. Komm, mach den platt. Jetzt, jetzt, jetzt. Jawohl. Jetzt macht sie richtig Laune hier. Da muss ich ein bisschen einfitzen. Aber. Jetzt leichte Fahrzeuge. Aha. So. Was kann denn das? Auto. Und was haben wir hier noch? Buggy, leichter. Das Dinger. So. Hier noch eine Drohne, die wir bauen können. Ready, over. Ah, so ein Buggy ist vielleicht doch nicht das Beste. Aha, das klingt gar nicht gut. Drone Constructor. Du baust mir eine Kaserne. Roger that. Drone is on its way. So. Okay, und wodurch kriegen wir Geld? Das ist die Frage. Das weiß ich nämlich nicht genau. Wodurch man hier Geld bekommt. Ach du Schande. Ready to execute command. Taking heavy damage. Vehicle destroyed.
Schnell, schnell, schnell. Komm, dann können wir vielleicht hier rüberfahren. Und dann können wir... Was ist denn das? Drohneneinsatz, okay. Rock'n'Roll. Also man sieht schon, so einfach ist das nicht. Diese Mission hat es echt in sich. Und hier rumst es echt an jeder Ecke. Okay. Vega, give me a position to fall back to. I'm on it, sir. They're hiding something in there. Was heißt? Has some connection with last night? Today, everything has a connection with last night, Vega. Wir sind gleich platt. Someone tried to pull off a military coup, but they couldn't get Cardiff. Something Kelly said got me thinking, though. He said there was something bigger on the way, and I'm pretty sure Whitemore knows what that something is. So. Das zu eurer Belustigung. Das hat halt nicht funktioniert. Ich dachte, dass es einfacher ist, aber ist es nicht. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Jetzt haben wir Act of War Gold Edition mal angespielt. Ich habe es euch gezeigt. Es lohnt sich wirklich. Ist ein lustiges Spiel. Ich würde es empfehlen, aber denkt an die Installation. Wenn ihr mehr als 2 GB RAM habt, müsst ihr es runterschrauben, wieder neu starten. Und im Moment gehen keine, auch mit Patch, keine Breitbild Auflösungen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis denn dann. Ciao, tschüss. Ja, Glück. Hatte heute kein Glück. Bye, bye. Das war auch blind gespielt.